Tag, Freunde da draußen, es ist wieder soweit. Ein kleines neues Video von mir und es geht diesmal um die Animated Series. Nein, wir werden nicht über die Serie reden, die jetzt gerade bei Paramount gestartet ist, sondern ihr seht hier vorne auf dem Bildschirm Dear Jane. Da haben wir dann das Bild von einem kleinen Ausschnitt von der Serie und das ist der Bob. Ihr wisst ja, wenn ihr Arc startet und habt keinen Namen gegeben, eurem Charakter ist der automatisch der Bob. Und das können wir jetzt installieren. Wir gehen einfach mal ganz kurz bei... Bisschen laut, ja. Geht auf die Mod-Liste, weil es geht jetzt natürlich bei Arc Ascended alles über die Mods. Da lädt auch Wildcard alle Sachen hoch. Und dann machen wir einfach Dear Jane, das reicht schon mal, Dear Jane. Und dann kommt das hier, Studio Wildcard. Und das müssen wir installieren. Warum? Weil erstmal, das ist ein Teil, was dazugehört zu eurem Spiel, zu Arc Survival Ascended. Und es kommen neue Explorer Notes auf die Karte. Und diese neuen Explorer Notes geben euch neue Skins. Also erstmal ganz wichtig, installieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann auswählen in eurer, entweder auch auf eurem Server oder eben auf eurem privaten Spiel. Ganz wichtig, ihr geht auf eure privates Spiel und müsst vorher die Einstellungen machen. So. So, ihr Lieben, habt ihr alles installiert? Dann müsst ihr euch einfach zum roten Arc begeben. Ich zeig mal ganz kurz auf der Karte, wo wir sind. Ich zeige euch direkt die Location, wo ihr hin müsst. Also, ich zoome mal ganz raus. So, wir sind ganz unten links auf der Karte. Und... da zoomen wir jetzt wieder rein und dann sage ich euch genau die Koordinate, da wo ich gerade stehe. Und dann müsst ihr einfach noch um 2 Meter nach links laufen. Dann seid ihr richtig. So, wir sind ungefähr bei 90.2, 12.5. Sagen wir einfach 90, 12. Ist einfach zu finden. Auf dieser kleinen Insel hier findet ihr nämlich, sobald ihr das installiert habt, die Mod oder diese, ja, sagen wir einfach mal, die kleine Erweiterung für das Spiel. Und dann findet ihr hier nämlich, unter, entweder habt ihr in der Palme... oder ihr habt eben diesen Palmenstumpf. Ich habe bei manchen gesehen, dass es hier nämlich eine Palme steht. Und ich meine sogar, auf dem Community-Server steht hier eine Palme. Und hier steht eben bei mir nur der Stumpf im Singleplayer. Und da liegt sie, diese Tasche. Explorer Note. Und wenn ihr diese Tasche gefunden habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. So, wir gehen einfach mal rüber und dann hören wir uns mal an, was der Herr liebe Bob uns zu sagen hat. Dear Jane, you're probably not going to be seeing me around the 4th of July picnic after all. Sure wish I'd gotten around to writing before now, because I doubt there's mail service home from wherever it is I found myself. Some tropical island and God knows where. That's not me trying to keep secrets. I figure you must have heard by now that I never made it ashore in Normandy anyway. Nope, no ratsies here. Just about everyone and everything else is trying its damnedest to kill me. Get this, there are living, breathing dinosaurs on this island. I can guess what you must be thinking right about now. Bobby's gone clear off his rocker. But I'm writing you hand on heart. Swear on my dear mama's grave. Somehow, those things are still walking around here. Just as alive as I am. Makes about as much sense as me finding this handmade camera and typewriter just lying around on the beach. But maybe these picture postcards will prove I ain't making any of this up. They do say seeing's believing, right? Anyway, I'm still trying to work it all out myself. But I promise you, I'm gonna find a way home. And picnic or not, we'll make some fireworks together when I do. I'll write you again soon, Janie. But just now, I think I hear a dinosaur clucking. Bushes. I'm so hungry, Bob. P.S. Tell Bill he still owes me that 20 from the big New Year's poker game. And we ain't waiting until 1945 to collect. Katscheng hat's gemacht. Richtig. Und da haben wir es geschafft. Finde ich eine tolle Sache von Wildcard, dass sie eben durch diese Animated Series diese kleinen Schnipsel und kleinen Geschichten eben von den Charakteren mit dazu genommen haben. Und jetzt werden wir nämlich Folgendes haben. Wir haben nämlich das hier.
Jetzt schiebt ihr einfach, das sind einfach, also unter den Cosmetics findet ihr natürlich die neuen Skins, die ihr jetzt freigeschaltet habt. Ihr seht, wir haben einmal Bob, den lieben Herr Bob. Dann haben wir einmal Jane. Das wird der Hauptcharakter sein aus der Serie. Und dann kommt natürlich der Dodo und der Parasaurus. Das werden auch zwei Charaktere sein, die wir in der Serie natürlich antreffen werden. So, ich habe jetzt gerade hier kein Tier. Wir werden das gleich noch holen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn ihr Bob anzieht. So, dann machen wir mal ganz kurz. Stell mich mal so ein bisschen so hin, dass man mich nicht im Schatten sieht. Ich ziehe mir das jetzt mal rüber. Ist das natürlich bei meinem Charakter ein bisschen komisch. Ich sehe ein bisschen anders aus als alle anderen. Aber so ist das eben. So wäre Bob in meinem Charakter. So, jetzt habe ich keine Sonne, glaube ich. Ne? So sieht's aus. Ihr könnt auch die Jane nehmen. Habt ihr jetzt vernünftige Charaktere, dann sieht das natürlich bei euch ein ganzes Stückchen schöner aus. Ist aber die Jane. Das sieht klasse aus. Super. Die gefällt mir richtig gut. Sie sieht sogar bei mir gut aus. Ich glaube, das ist sogar dann als normal wieder. Nicht mehr in meiner kleinen Mini-Größe. Finde ich ganz toll. Ich zeige euch jetzt gleich noch die, das Dono-Kostüm und das Parasaurus-Kostüm. Und dann haben wir es schon fast geschafft. So denn, wir haben hier einmal Knut und einmal Bert. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn die Skins drauf sind. Sieht echt klasse aus. Ich habe es gerade eben schon mal getestet. So, einmal der Dodo aus der Comic-Serie. Oder Animationsserie. Wir haben ja schon mal so welche Skins gehabt. Wisst ihr noch den Raptor? Und da hatten wir das ja schon mal gehabt. Und das ist einmal der Bert. Der sieht dann so aus. Der hat nämlich einen extra Slot dafür, weil der hat natürlich einen Sattel. Hier, der hat keinen Sattel. Und so sieht das dann eben aus. Oh, die sind natürlich ziemlich dunkel jetzt gerade. Weil es hier ziemlich schwarz ist. So sieht das aus. Wenn man nicht unbedingt im Schatten steht. So. naja, okay, meine Schatten sind ziemlich dunkel gerade, muss ich gerade echt gestehen. Und das ist irgendwie ein Fehler, glaube ich, gerade in der Grafik von dem Parasaurus. Ich weiß es nicht. Sieht trotzdem klasse aus. Und bei euch bestimmt ein bisschen schöner. So, Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, einfach ein Däumchen hoch. Schreibt in die Kommentare, ob euch die Skins gut gefallen haben. Ob ihr Probleme habt mit dem Installieren der Mod. Und welchen Skin ihr am besten findet. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich glaube, mein kompletter ganzer Kanal ist mit Ark vollgestopft. Wir sind bald wieder auch mit der Let's Play-Serie wieder mit dabei, wenn es dann endlich losgeht in Scorched Earth. Ihr Lieben, bis denn und tschüss.